Dies ist das 3D Viewmaster Märchen vom Rotkäppchen und der Wolf. Großmutter erzählt. Viewmaster Scheibe 1, Bild 1. Es war einmal ein kleines Mädchen, das lebte mit seiner Mutter am Rand eines großen Waldes. Darin besaß seine Großmutter ein Häuschen. Die Großmutter aber hatte ihr Enkelkind so lieb, dass sie ihm ein rotes Käppchen nähte. Und weil nun das Mädchen dieses rote Käppchen alle Zeit trug, so wurde es nur noch das Rotkäppchen genannt. Eines Tages sagte seine Mutter zu ihm: Rotkäppchen, deine Großmutter ist krank, bring ihr dieses Körbchen voll Obst und Gebäck. Geh am besten gleich los und bleib unterwegs schön auf dem Weg. So machte sich Rotkäppchen auf den Weg durch den Wald. Es war aber noch nicht lange gegangen, da begegnete ihm der Wolf. Bild 2. Der Wolf dachte zunächst, jetzt wäre die Gelegenheit günstig, um das Rotkäppchen aufzufressen. Aber da hörte er Holzfäller in der Nähe. Er schlich darum an das Rotkäppchen heran und fragte: Wo gehst du denn hin, Rotkäppchen? Zur kranken Großmutter, immer den Waldweg entlang, gab Rotkäppchen zur Antwort. Krank? Oder dann nimm ihr doch diese Blumen mit, sagte der Wolf listig und strich davon. Bild 3. Der Wolf lief nun den Weg zur Großmutter voraus und klopfte bald an deren Haustür. Niemand antwortete. Als der Wolf daher leise die Tür öffnete, fand er niemand im Zimmer. So zog er das Nachthemd der Großmutter an und setzte sich ihre Brille auf. Dann sprang er ins Bett und wartete auf das Rotkäppchen. Bild 4. Nicht lange, so traf auch das Kind am Haus der Großmutter ein und klopfte brav an die Tür. Nur herein, meine Liebe, rief der Wolf mit verstellter Stimme aus Großmutters Bett. Als Rotkäppchen nun in das Zimmer trat, kam ihm die Großmutter sehr fremd und seltsam vor. Daher fragte das Kind: Aber Großmutter, was hast du für große Ohren? Damit ich dich besser hören kann, antwortete der Wolf. Bild 5. Rotkäppchen erkannte die Großmutter immer noch nicht und fragte daher weiter: Aber Großmutter, was hast du für einen großen Mund? Bild 6. Da sprang der Wolf aus dem Bett auf das Rotkäppchen zu und knurrte: Damit ich dich besser fressen kann. Nun erkannte Rotkäppchen wohl, dass es wirklich nicht die Großmutter, sondern der Wolf vor sich hatte. So schnell es noch konnte, lief das Mädchen daher zur Tür zurück. Beinahe hätte der Wolf das Kind dennoch erwischt. In dem ungewohnten Nachthemd der Großmutter stolperte der Wolf jedoch und fiel pauz auf die Nase. Bild 7. Voller Angst war Rotkäppchen indessen vors Haus gelaufen und rief laut um Hilfe. Zum Glück hörte eine der Holzfäller Rotkäppchens Rufe, eilte herbei und trieb den Wolf in die Flucht. Da gerade kam auch die Großmutter von einem Spaziergang zurück, zu dem sie sich schon wieder kräftig genug gefühlt hatte. Sie beruhigte das Mädchen und lud dann auch den Holzfäller ein, von dem mitgebrachten Obst und Gebäck zu essen. Rotkäppchen musste aber sein Erlebnis nun ganz genau in aller Ruhe erzählen. Trotzdem sagen manche Leute, der Wolf habe erst die Großmutter und dann das Rotkäppchen wirklich gefressen. Da sei ein Jäger gekommen, der habe den eingeschlafenen Wolf schnarchen hören, habe ihm den Bauch aufgeschnitten und die Großmutter und das Rotkäppchen noch lebend heraus befreit. Dann habe der Jäger dem Wolf Mühlsteine in den Bauch getan und als der Wolf beim Aufwachen seinen Durst stillen wollte, sei er in den Brunnen gefallen und elendig ertrunken. Dies ist das 3D-Viewmaster-Märchen, die drei Schweinchen. Großmutter erzählt. Viewmaster Scheibe 2, Bild 1. Es waren einmal drei Schweinchen, die kamen nach langem Umherwandern in eine Gegend, die ihnen wohl gefiel. Da beschlossen sie, jedes für sich ein Haus zu bauen. Das erste Schweinchen dachte nicht lange nach, suchte sich Stroh zusammen und baute sich daraus ein Haus. Das zweite Schweinchen war viel zu faul, um lange nach Baumaterial zu suchen. Es glaubte ein paar Binsen und Stöcke zusammen und baute sich daraus ein Haus. Bild 2.
Als die beiden Schweinchen ihre armseligen Hütten fertig hatten, waren sie recht zufrieden und gingen zu ihrem Brüderchen, dem dritten Schweinchen. Sie staunten sehr, dass dessen Haus noch lange nicht fertig war, denn das Zusammentragen von richtigen Ziegelsteinen hatte viel Zeit gekostet. Fleißig fügte das dritte Schweinchen nun einen Stein auf den anderen. »Wenn der Wolf kommt, werdet ihr euch schon ein festes Haus wünschen«, sagte das fleißige Schweinchen zu seinen Brüdern. Aber das dumme Schweinchen und das faule Schweinchen lachten nur. Sie machten sich's bequem und schauten ihrem fleißigen Bruder zu und glaubten den bösen Wolf weit weg, obwohl dieser sich bereit hinter einem Baum versteckt hatte und sie schon von Weitem beobachtete. Bild 3. Als die Faulenzer nun in ihre armseligen Hütten zurückkehrten, um sich erst einmal auszuschlafen, da schlich sich der Wolf vor das Haus Nummer 1 und rief: »Schweinchen, Schwein, lass mich ein!« »Nein, nein, bei meinem Ringelschwänzchen bleib draußen«, quietschte das dumme Schweinchen voll Angst. »Nun, dann blase ich und puste ich dein Haus einfach um«, heulte der Wolf und pumpte sich ganz voll Luft. Und damit blies er die Strohhütte einfach um. Das dumme Schweinchen konnte sich gerade noch in das Haus seines faulen Brüderchens retten. Bild 4. Der Wolf sprang hinter drei, stellte sich vor Haus Nummer 2 und rief: »Schweinchen, Schwein, lass mich ein!« »Nein, nein, bei meinem Ringelschwänzchen bleibt draußen«, quietschte das faule Schweinchen und stemmte sich gegen die Tür. »Nun, dann blase ich und puste ich dein Haus einfach um«, heulte der Wolf und pumpte sich ganz voll Luft. Und damit blies er auch die zweite Bruchbude um. Das faule Schweinchen und das dumme Schweinchen konnten sich gerade noch in das nun fertige Steinhaus ihres Brüderchens retten. Bild 5. Der Wolf sprang hinterdrein, stellte sich vor das Haus Nummer 3 und rief: »Schweinchen, Schwein, lass mich ein!« »Das könnte dir wohl passen«, grunzte da das kluge und fleißige Schweinchen und hielt die Türe fest verriegelt. Zornig holte der Wolf nur noch viel tiefer Luft als vorher. Puff, puff. Aber so sehr er auch blies und pustete, so dass er schließlich ganz blau im Gesicht war, das Steinhaus gab nicht nach und hielt stand. Bild 6. »Mein Sinn steht nach Schweinebraten«, dachte der Wolf grimmig und sprang behende aufs Dach, um durch den Schornstein ins Haus zu klettern. Als das kluge und das fleißige Schweinchen den Wolf auf dem Dach hörte, lief es vor die Tür, um zu sehen, was er da oben wohl mache. Dann eilte das Schweinchen ins Haus zurück und nahm den Deckel von dem Wasserkessel über dem Kaminfeuer. Bild 7. Der Wolf wollte sich gerade in den Schornstein hinablassen, da verlor er den Halt und stürzte in die Tiefe. Platsch! Er landete mitten in dem Kessel mit dem kochenden Wasser. Und nur sein Jägerhut blieb auf dem Kesselrand hängen. Da tanzten die drei Schweinchen vergnügt herum und freuten sich, dass sie den bösen Wolf nun nicht mehr zu fürchten brauchten. Dies ist das 3D-Viewmaster-Märchen, die drei Zicklein Megabart. Großmutter erzählt. Viewmaster-Scheibe 3, Bild 1. Es lebten einmal drei kleine Zicklein, die hießen nicht Müller, auch nicht Meier, sondern Megabart. Eines Tages hatten sie eine saftige grüne Wiese auf der anderen Seite des Flusses erspäht. Über den Fluss führte eine Brücke, doch unter der Brücke lebte ein großer, hässlicher Kobold mit Augen so groß wie Untertassen und eine Nase so lang wie ein Schnürhaken. Bild 2. Zuerst kam das kleinste Zicklein Megabart und wagte sich über die Brücke. Tripp, trapp, tripp, trapp klang es auf der Brücke. »Wer geht hier über meine Brücke?« keulte der Kobold. »Oh, das bin nur ich, das kleinste Zicklein Megabart. Ich laufe mal eben hinüber zu der saftigen Weide und fresse mich rund und dick«, sagte das Zicklein mit ganz schwacher Stimme. »Ha, ich werde dich jetzt fressen«,
Mit Haut und Haar, sagte der Kobold. Oh nein, bitte nicht, sagte das Zicklein. Ich bin ja viel zu klein für dich. Warte noch ein bisschen, bis das zweite Zicklein Megabat kommt. Es ist viel größer als ich. Also gut, mach, dass du fortkommst, sagte der Kobold. Bild 3. Eine Weile später kam das zweite Zicklein Megabat und wollte die Brücke überqueren. Tripp, trapp, tripp, trapp, machte die Brücke. Wer geht hier über meine Brücke? Keulte der Kobold. Oh, es ist das zweite Zicklein Megabat. Ich laufe hinüber zu der saftigen Wiese und fresse mich rund und dick, sagte das Zicklein, das schon eine viel stärkere Stimme hatte. Ha, ich fresse dich auf mit Haut und Haar, rief der Kobold. Oh nein, nicht mich. Warte noch ein bisschen, bis die große Ziege Megabat kommt. Sie ist viel größer als ich. Also gut, mach, dass du fortkommst, sagte der Kobold. Bild 4. Da kam auch schon die große Ziege Megabat. Tripp, trapp, tripp, trapp, machte die Brücke. Denn die Ziege war so schwer, dass die Brücke unter ihren Hufen knarrte und scharrte. Wer trampelt hier über meine Brücke? Rief der Kobold. Ich bin es, die große Ziege Megabat, sagte die Ziege mit ihrer lauten, heiseren Stimme. Ha, ich fresse dich auf mit Haut und Haar, brüllte der Kobold. Bild 5. So komm, ich hab zwei starke Hörner, die stechen dir die Augen aus. Aus deinen Knochen mache ich Körner und trampel dir die Seele raus. Das rief die große Ziege und schoss auf den Kobold los und stieß ihn mit ihren Hörnern über die Brücke ins Wasser. Bild 6. Der Kobold flog so hoch durch die Luft, dass er dabei seinen Kopf verlor und unterging, bis auf den Grund des Flusses. Dort lag er nun und die Fische schwammen durch seinen großen Mund ein und aus. Bild 7. Die große Ziege Megabat aber lief hinüber zu der fetten Weide, wo schon ihre kleinen Schwestern grasten. Dort wurden die drei Zicklein Megabat so dick und rund, dass sie beinahe nicht mehr nach Hause laufen konnten. Und wenn sie nicht genug bekommen haben, dann fressen sie dort heute noch.